So, servus liebe Zuschauer, wie versprochen, sind wir jetzt mit Pistenbadler unterwegs, mit dem Elmar. Servus, grüß dich, hier aus der Zeit, aus heute für uns, was machen wir heute? Ja, wir machen heute Doha Einkehrschwung, wir fahren mit den Ski, fahren wir da ein bisschen auf der Doha Seite West, fahren wir rüber in die Schafalm, zeige euch ein paar Geheimtipps, Pisten, und dann gehen wir nach hinten, da kriegen wir eine kleine Kostprobe. Passt, das machen wir, gehen wir. Zuschauer, das war es jetzt von der Piste-Action. Wir haben jetzt den wichtigsten Schwung des Tages gemacht, einen Einkehrschwung. Und der Elmar zeigt uns jetzt nochmal, wie es drin in der Almstube ausschaut. Da kriegen wir ein bisschen Snack auf unserer Tour. Und ich bin schon gespannt. Gehen wir rein, oder? Jetzt schauen wir rein zu der Susan und schauen wir, was sie uns heute vorbereitet hat. Das wird ja schön überraschend sein. Lässig. Okay, gehen wir sonst. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt wunderbar gegessen im Almstüber. Elmar ist wieder mit dabei, unser Pistenpartner am Start. Und der hat uns richtig gute Schmankerl, eine schöne Hütte gezeigt. Hat gut geschmeckt. Was haben wir eigentlich alles gegessen? Ja, ich habe jetzt ein Durchgangsstressel gegessen. Und du hast, glaube ich, Spinat. Spinatknödel, genau. Ja. Also waren richtig, richtig lecker, muss ich sagen. Und ja, vergiss bitte mein Burger nicht. Pulled Pork. Und ein Pulled Pork, also war auch richtig, richtig fein. Da kann man sich gut stärken. Aber das war auch noch nicht alles, was du eigentlich so machst im Skigebiet. Elmar, du bist ja Pistenbadler. Und was macht man da eigentlich alles? Ja, ich mache mal das Kennenlernen der Piste. Also, dann mache ich noch Schneeschuhwanderung. Und heute habe ich vorher schon eine Schneeschuhwanderung gemacht, über 2 Stunden. Und dann mache ich noch den Blick hinter die Kulissen. Das ist auch immer am Abend um 16 Uhr. Da zeige ich den ganzen Ablauf oder erkläre ich den Ablauf, was in dem Skigebiet hinter den Kulissen sich abhält. Also gigantisch. Macht eigentlich, sage ich mal, einen Aufenthalt recht einzigartig, wenn man mal wissen will, was alles so dahinter steckt, hinter seinem Skigebiet auf der Tour auf der Höhe. Dann ist man auf jeden Fall mit dem Elmar gut beraten. Und wie schaut das denn aus? Wir waren super unterwegs mit zwei skifahrtechnisch. Ich bin kaum hinterhergekommen, das habt ihr vielleicht in die Aufnahmen ein bisschen gesehen. Wie kommt's, dass du so gut skifährst? Naja, ich glaube, ich habe gesagt, ich muss flott fahren und dann habe ich eigentlich wohin auf die Gäste oder muss ich mir die anderen anschaffen, dann bin ich flott gefahren. Ja, Wahnsinn, also, das habe ich gemerkt, also gigantisch, ich habe das auch gesehen. Echt super, super Stil und bist du dann jeden Tag am Berg, würdest du sagen? Ja, nein, ich bin so 5 Tage in der Woche bin ich am Berg. 3 Tage haben wir das Programm, Badlerprogramm für die Badlerbetriebe. Und 2 Tage in der Woche tue ich auf der Piste ausschenken für die Gertrud, weil die ja 2 Tage frei hat. Die braucht auch mal frei. Ja, genau. Und dann darf ich auf die Piste, wo sie kann, und dann zu Kalutscha, wie geht's dir? Und ab 1. März gibt es wieder das Bergbau. 1. März geht's wieder los und nochmal zu heute. Deine Lieblingspiste, hast du uns gesagt, oder deine Lieblingspisten, die 3 und die 4er waren das, glaube ich, oder? Ja. Das ist die Pauli-Abfahrt und die Mabaki-Abfahrt, das sind zwar rote, aber das ist immer ein Geheimtipp, weil da immer wenig los ist und da kann man so richtig klasse runterziehen. Gigantisch, wir haben es gesehen, war richtig klar, also wir sind dann eingestartet und ich habe mich echt gewundert, es geht ein bisschen zu im Skigebiet, jetzt ist Februar, Ferienzeit, aber da war niemand auf der Piste unterwegs, haben wir richtig Gas geben können und ich muss sagen, Skifahren und immer macht richtig Spaß für jeden, der gut einmal runterkommen, sage ich mal, ist es richtig, richtig tolles Erlebnis. Wie lange dauert so eine Tour bei dir am Tag? Ja, so 2 Stunden circa. So 2 Stunden. Und wenn wir die Doha-Höhenrunde machen, ich habe immer Dienstag gesagt, da sind wir 3 Stunden circa unterwegs. Sind wir 3 Stunden unterwegs. Aber da ist dann jeder fertig, glaube ich, oder? Nein, wir fahren nicht. Ich bin mal so, ich habe sie mich heute ein bisschen getrieben. Ja, passt. Also hat extra Gas gegeben für uns und da sind wir da sehr, sehr dankbar. Immer, dass du uns halt mitgenommen hast, dass du uns die Hütten gesagt hast. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit. Für die gemütliche Runde, was wir jetzt gehabt haben, und wünsche dir noch ein feines Nagel, du musst weiter. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt. Schaut noch ein bisschen den Tor an. Super Sache. Schönen Urlaub, gell? Dankeschön, gell? Ja, servus. Servus.